Eins, zwei, drei. So. Fängst du an? Ne? Hinstellen, so. Herzlich willkommen heute im Schattenzirkus. Hallo. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, und zwar den lieben Break. Jo, hi. Ihr wartet alle auf den Dab, ne? Ja, ja? Mach ich nicht, keine Sorge. So. Und ja, wir haben ja gesehen, dass Leon Mascher wieder uns mit einem Video beglücken wollte. Jo. Aber das werden wir natürlich nicht zulassen, deswegen nehmen wir ihn heute mal auseinander. Ich habe mich extra schick gemacht für Trump, ne? Weil das ist ja Präsident Trump, das ist schon... Ich wollte eigentlich auch so mit Sonnenbrille so sitzen, aber ich denke, das sieht nicht aus, deswegen... Könnte es von der CIA sein. Meinst du? Ja, sieht aus wie von der CIA. Cool. Die Kopfhörer des CIA-Style. Sehr cool. Gut, Trump. Ach, Trump. Leon. Gut, sein neues Video. Oh Mann. Die ersten Minuten brauchen wir nicht drüber diskutieren, die sind eigentlich scheiße. Hase? Nee. Zugegeben, das müsste man vielleicht doch analysieren. Wir müssen es genauestens analysieren. Den Hasen? Ja, auch. Mit auch. Ich würde sagen, den ganzen Einspieler, wie er alles anfängt. Anfangen tut er ja damit, dass er von anderen YouTubern Sachen einspielt. Von LeFloid, der Haider, ja. Newstime etc. Von denen spielt er Sachen ein. Dann kommt ja dieses Meisterwerk an Animationskunst. Wo dann die Aufklärung. Ja, das ist schon, und ich muss sagen. Und diese krass ausgeschnittene Flamme, die da im Hintergrund so dann brennt, ne, wo das so explodiert. Ich meine, du siehst da halt noch diese Greenscreen-Ränder dran. Und dann dieses, der hat's drauf, also ich meine, er ist mutig, er traut sich das, traut sich. Aber ich würde sagen, er hat ein großes Idol. Ich würde sagen, das ist der Drachenlord. Deswegen schneidet er genauso krass den Greenscreen aus wie er. Ich habe aber letztens einen Creepypasta-Typen gesehen, der auch einen Greenscreen-Effekt hatte, der richtig gut war. Also, ne? Wer war es denn? Boah, wie hieß der nochmal? Creepy, den hast du mir gezeigt gehabt. Wie hieß der nochmal, dieser... Ach, Creepy Gator meinst genau, du? Genau, der war auch richtig gut. Aber Drachenlord, das kommt tatsächlich dran. Ja, das ist schon traurig irgendwie, ne? Aber... Also ja. Wir haben das Video beide ja zusammen gesehen, live. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also ganz ernsthaft. Die alternativen Fakten, die dort geschaffen werden, sind unglaublich. Also... Also, Leon, er hat ein großes Vorbild. Seine Vorbilder sind wahrscheinlich... Der Drachenlord, was den Greenscreen angeht. Ja, das ist definitiv. Trump, was die News angeht. Fake News! Und Patrick Star, was die Intelligenz angeht. Obwohl Patrick ist ein bisschen schlau noch, ne? Stimmt. Also, Leon Mascher, was ihr einfach... Ja, gehen wir zum Video über, ganz ernsthaft. Weil ich kann dazu... Ich kann das keine Vergleiche mehr zu ihm ziehen. Das ist unmöglich. Er ist ein Haufen, es geht nicht, nein. Amphibischer Urscheiße, weißt du? Und deswegen... das ist einfach... Ja. Gut. Es ist furchtbar, sagen wir es so. Es ist mega okay, furchtbar, warte. Ja. Dann gehen wir mal zum ersten Clip, den er einspielt. Den hat er sich wahrscheinlich aus einer Doku geklaut. Ja, den Hasen. Ja, den Hasen. Diesen Hasenclip, Meisterlampe, Langohr, was weiß ich. Er ist, glaube ich, einfach, er meint das philosophisch. Er vergleicht sich mit diesen Hasen. Dass er alleine durch diese große Welt hüpft und voller Gefahren ausgelegt ist. Das ist meine Ansicht darüber, ganz ernsthaft. Kann sein, aber ich würde auch sagen, na, ich glaube, es ging da mehr um den Begriff Langohr, ne? Er hatte einfach einen anderen Begriff aus der Doku gesucht, aber keinen gefunden. Er meinte wahrscheinlich Langfinger, aber... Oder ein langes Langohr. Nein. Nein, das glaube ich kaum. Das glaube ich kaum. Kann nicht sein, aber das ist ja... Warum den Vergleich mit dem Hasen? Ich check das einfach nicht. Das ist so unnötig. Das ist das Unnötigste an dem ganzen Video. Also... Ich bitte dich, das ist... Ja, wie kann man das bezeichnen? Was will er uns damit sagen, dass er diesen Hasenvergleich zieht? Dass er eine gefährdete Tierart ist? Dass er von allen Seiten aufpassen muss? Das ist möglich. Weil der den Spruch, den der ja sagt während der Doku über den Hasen, ich glaube, damit meint er, das bezieht er auch auf sich ein bisschen, ne? So. Kann sein, ich glaube, es geht aber mehr um das Visuelle auch. Der Hase hat sich ja irgendwann mal da die Pfoten geleckt. Wahrscheinlich ist das eher so, wenn er so Geld riecht. So. Dann kommt halt das nächste Album raus. Fame 2. Aber gut, der Hase war ja Fame okay. Mit dem Hasen konnte ich mich noch anfreunden, ganz ernsthaft. Das war einfach assi. Aber dann mit dem Trump. Und den ersten Vergleich. Thomas. Und da... Nee, warte, bevor... Dann müssen wir erstmal dieses Trump-Ding. Das müssen wir noch genauer auseinandernehmen. Da habe ich mir sogar... schon so ein paar Stichpunkte hingesetzt, okay. Ne?
Er kommt ja wirklich in voller Trump-Montur und hat zwei amerikanische Papierflaggen in Coca-Cola-Dosen. Was will er einem damit sagen? Was glaubst du, warum hat er die Dinger in Coca-Cola-Dosen? Und ich glaube, er hasst Amerika. Er macht sich über den Präsidenten lustig. Erstens. Und zweitens, er hat dann die amerikanischen Flaggen einfach so von dem Podest so gestoßen und in den Cola-Flaschen war noch ein Rest drin, sodass die dann sich wahrscheinlich auf dem Boden damit vollsaugen. Ich denke, das ist eine subtile Kriegserklärung an Amerika. Eine subtile Kriegserklärung an Amerika? Das wäre möglich, meiner Meinung nach. Du meinst, Leo Marché erklärt Amerika den Krieg. Richtig. What the fuck? Dann haben wir noch gar nicht gedacht. Das finde ich liegt am naheliegendsten. Ich muss aber sagen, er begibt sich damit auf sehr, sehr dünnes Eis. Immerhin, man hat ja schon gesehen, was bei Jan Böhmermann passiert ist mit dem Schmähgedicht. Ja, oder? Das schon, ja. Und ich meine, der da, der wirft die amerikanische Flagge gleich zweimal in Coca-Cola in den Spuckerest von der Cola. Ist ein geiles Produktplacement in Coca-Cola. Zweitens. Ist das gekennzeichnet gewesen? Nein. Zweitens. Ich denke einfach mal, er hat den Trump auch gewählt, weil wenn er sagt, dass das alles falsche Nachrichten sind, wird er mit ihm verglichen. Da dachte er, glaube ich, komm, dann mach ich eine Parodie raus. Ist lustiger. Weißt du? So, das ist so meine Ansicht. Krieg an USA, oh, wenn man es überspitzelt, YouTube Amerika Krieg erklären vielleicht, ne? Das wäre möglich. Aber das ist einfach... Vielleicht will er auch, sag ich mal, er klaut ja immer wieder aus dem amerikanischen Raum auch. Machen ja irgendwie alle Trend-YouTuber momentan. Das stimmt tatsächlich, ja. Vielleicht ist das symbolisch gemeint. Amerika klaut bei anderen immer das Erdöl. Ich meine, sie demokratisieren das Land. Und er klaut bei den Amerikanern die Videos. Und ja, das sind ja auch so subtile Kriegserklärungen. Das passt alles zusammen. Das würde alles tatsächlich zusammenpassen, ja. Das ist ein... Ich freue mich... Ihr witziger Vergleich. Aber ich frage mich auch, wie hat er diese gesunde orange Farbe im Gesicht hingekriegt? Ich glaube... Ich bin mir da nicht sicher, es ist nur eine Vermutung. Der erste Willy Wonka-Film, ne? Ja. Da waren die Oompa Loompas ja auch orange. Vielleicht, richtig? Vielleicht ist da einer. Vielleicht ist da ein Oompa Loompa, der aus Willy Wonkas Fabrik geflüchtet ist. Das würde die Dummheit erklären. Ja, ja, hör zu, warte. Ich habe da so eine Theorie. Er ist wahrscheinlich aus der Fabrik von Willy Wonkas Sklavenherrschaft ist er geflohen. Und weil Willy Wonka in Amerika produziert, hat er einen extremen Hass auf Amerika. Weil Trump ihm da nicht geholfen hat, obwohl er ihn gewählt hat, hat er ihn dann parodiert. Er hat aber immer noch diese orange Gesichtsfarbe, die er durch die Strahlung in der Fabrik hatte, hat er diese orange Gesichtsfarbe. Deswegen stößt er die Flagge gleich zweimal runter. Oha. Weil ihm die Regierung nicht geholfen hat. Ich finde, ja, das könnte sein. Ich finde diesen Willy Wonka-Vergleich richtig gut. Das ist ein... Das würde einiges erklären bei ihm, ne? Die richtig, schlechten Content, die Verlogenheit und... Alter, yo. Das würde auch das erklären, warum immer, wenn er auftritt, immer, wenn er zu sehen ist, dass er anfängt zu singen. Stimmt! Das ist die ultimative Erklärung. Ja! Deswegen singt jetzt er immer, wenn er kommt. Wir haben es gelöst. Wir haben es gelöst. Leon Mascher ist ein Oompa Loompa aus Willy Wonka. Genau, das erklärt das Ding, ne? Siehst du, sag ich und seine Truppe dann auch, ne? Die kommen dann da so an und... Aber du musst dir vorstellen, es gibt sogar noch etwas, was die ganze Theorie unterstreicht. Ein einziger Oompa Loompa, wenn er singt, ne? Ja. Klingt scheiße. Sie mussten erst so eine A Cappella-Gruppe gründen, aber er ist immer alleine, deswegen klingt es scheiße. Er versucht scheinbar das Instrument und den Gesang gleichzeitig zu machen, kriegt er aber nicht hin und dabei kommt dann halt sowas wie 2 Millionen und ich kann es noch nicht glauben. Sowas raus, deswegen. Er versucht instrumental und Vocal gleichzeitig zu singen. Das kann wirklich sein, also dieses Oompa Loompa, das ist... Erklärt auf jeden Fall einiges. Kommen wir jetzt mal zu den Dings. Kommen wir mal zu diesem ersten Richtig. Fakt, den er auseinandervögelt. Fake News? Mit den Tomaten. Stimmt. Es war, Leute, haltet euch fest. Haltet euch jetzt fest. Es war keine kleine Tomate. Es waren keine Tomaten. Es war eine große. Es war eine echte. Ich muss aber sagen, da muss ich jetzt an alle sagen, Tomaten werfen, das geht nicht. Das ist wirklich scheiße, ja. Ich meine, das ist oldschool. Das macht keiner mehr. Ich meine, ich dachte eigentlich... Eier wären zeitgemäß, dass man Eier auf solche Leute wirft, aber ich habe mich gehört, ich habe da an so eine, ich habe so eine uralte Methode entdeckt, die bringt sogar Leute dazu, wirklich dann zu schweigen, also dass sie verstummen, das ist genial. Warte, womit haben die geworfen? Es gab sogar einen Begriff für das Ganze, Steinigung, so hieß es. Boah.
Danach singt er nicht mehr. Ja, dann singt er wirklich nicht mehr. Das ist ein bisschen zu hart. Ich sag mal so, es ist ein Spaß für alle drumherum. Das ist der Trellert. Nein, also wie gesagt, Tomaten werfen ist scheiße. Na? Aber wir müssen nochmal hier Fakt halten, es waren keine kleinen Tomaten nach Neons Marschallansicht, es waren große. Na? Richtig. Und ich finde das so geil, wie er das inszeniert. Fake News, es waren Tomaten, aber es waren keine große kleinen, große Tomaten. Aber lieber Leon, es gibt genug Videoaufnahmen, wie die alle kleine Tomaten in der Hand halten. Und den Typen, den du da, deinen Security Boy da, die Tomaten aus der Hand geboxt haben, das waren auch kleine Tomaten. Das war eine große, die geflogen ist, aber alle anderen hatten kleine. Also es waren beide Sachen da. Ne? Wenn du Fake News machst, mein Freund, dann mach mal richtig aber richtig. Fake News. Und dann muss ich noch was sagen. An denjenigen, der die große Tomate geworfen hat. Ja. Respekt. Ich habe nur eine große Tomate fliegen sehen. Und die, Flag- und die hat ihn voll Headshot. Ins Gesicht getroffen. Boom Headshot. Boom Headshot. Boom Headshot. Boom Headshot. Boah, mein Stuhl das knackt ein bisschen, ne? Aber es hört sich eigentlich immer an als Leon Maschers Stimme, glaube ich. Aber ja. Das haben wir ja schon beim letzten Video gehabt. Ja. Knackende Knochen, kotzende Leute, schreiende Babys. Das stimmt. Knarzende Stühle, das sind alles angenehme Geräusche in der Hinsicht. Aber ich finde einfach diese alternativen Fakten so geil von Leon, ne? Also Leute, wisst ihr Bescheid? Keine, es waren Tomaten, kleine und große, ne? Also ja. Das rechtfertigt natürlich auch, den Typen zu verprügeln. Denn haltet euch fest, Leute, haltet euch fest! Es war kein 14-jähriger Junge. Es war ein Typ, dessen Alter nicht genannt worden ist, aber ich denke mal über 14, ne, sah auch halt aus. Und da ist es richtig drauf zu hauen, ne? Wenn du 14 bist, nicht verprügeln, wenn du über 14 bist, mal drauf da, ne? So machen wir das, kennt die Leute. Das nicht? Wer kennt das nicht? Ich meine, ich war ja mal als Kindergärtner, hatte ich mal ein Praktikum 4 Wochen lang. Oh Gott, ich auch. Das war das Einzige, was man nimmt irgendwie, so, wo man denkt, es ist einfach und man da schnell einen Praktikumsplatz kriegt. Ich habe mich immer an Disney's große Pause erinnert gefühlt. Die Kindergarten. Ja, stimmt. Nee, ich sag mal so, die kleinen Kinder, die darf man nicht schlagen. Das stimmt. Ja. Da gebe ich ihnen recht, dem Leon. Aber dann kamen halt die Eltern, die Kinder abholen wollten. Die habe ich immer weggeklatscht, direkt. Einfach die sind so den Kleinen immer... Die ganze Wut, die den ganzen Tag gestaut hat, ne? Eben, richtig. Wie? Die darf ich... Die Mama von Michelle? Hä? Nein, Spaß. Was? Die sind immer... Was? Die fassen die Michelle an? Was? Was? Batz, weggeklatscht. Ich muss einfach sagen, dass dieser Vergleich von Leon... unnötig ist. Es interessiert keinen, ob es ein 14-Jähriger war oder ob er älter ist oder jünger. Es kann von mir aus ein Opa gewesen sein oder Mitte 30er. Man verprügelt keine Menschen. Und damit rechtfertigt er das. Ja, er rechtfertigt das auch damit. Ein paar Leute haben es verdient, sag ich mal. Also jetzt nicht von den Zuschauern, aber ein paar sollten mal geklatscht werden. Aber Leon Mascher zum Beispiel. Es gibt aber keinen Grund. Der sagt damit einfach, die Botschaft, seine Aussage, unter 14, nö, geht nicht, der war ja über 14, darf man verprügeln. Leon. Ja, nein. Was Achtung, ich mache jetzt etwas nach, ganz wichtig. Denk nach, bevor du was sagst. So, Corona. Das hast du falsch gemacht. Ja? Das muss traurige Musik gleich unterspielt werden. Okay. Versucht nachzudenken. Oh, genau, stimmt. Bitte versucht nachzudenken. Versucht nachzudenken. Ich sag mal so, was mir an der ganzen Sache, was so feige ist, zwei halten den einen fest und einer kickt in den Bauch erstmal. Aber du musst nach den lieben Donald Trump jetzt, nach Leon Mascher, es macht ja nichts, der war über 14. Stimmt. Das ist so die Sache, die mich aufregt. 3-1. Ja, der war aber 14. Beim Wrestling sind auch manchmal mehr da. Über 14. Beim Wrestling sind auch manchmal mehr da. Ne? Stimmt, hast du recht. Da kommt Undertaker und dann wird da geprügelt und da, ne? Zufall, Donald Trump war mal Wrestler. Ist das der war Wrestler? Der war ein Wrestler, ja. Kennst du das nicht? Ich kenne das Video, wo er da irgendwie den Der war der Manager von so einem Wrestler und ist ab und zu auch selbst in den Ring gestiegen. Ja, der war ja auch der kleine der war ja auch der Mann, der Kevin allein zu Hause in einem zweiten Teil gesagt hat, wo es zur Lobby geht. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and grab him by the pussy. Thanks. Ist das ein Zufall, dass er Schlägereien geben und er Donald Trump parodiert? Ist Leon Mascher nee, das ist kein Zufall, das ist geplant gewesen. Sind das die Illuminaten? Wie gesagt, großes Vorbild, Trump, Patrick Star und Drachenlord. Alter Falter. Oh Mann. Warte, gehen wir mal weiter. Was haben wir da noch gehabt? Gehen wir mal zu den Quellenangaben, die er immer bei den Fake News angegeben hat. Die Quellen sind auf jeden Fall so nicht strikewürdig, ne?
Ja, also die kann man nicht anfechten. Der hat die perfekt verlinkt, ja. Er hat die Namen genannt. Ja. Es ist schon fast so gut wie das deutsche Fernsehen, ne? Quelle YouTube. Okay, Quelle, da stand Quelle Fake News jetzt, ne? Er beleidigt da damit die ganzen Sachen und ich muss sagen, eine Floyd hat tatsächlich recherchiert, genau wie der Heider, ne? Mhm. Das eins, okay, es gab dann den Punkt mit diesen angemeldeten Treffen. Ja, gut. Da hatte LeFloid eine kleine Fehlinformation, ja. Würde ich sagen, aber ich so, wenn man das so sieht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist egal, na, wie viel angemeldet oder nicht angemeldet er hat, es ist einfach die Sache, das Risiko, dass bei einem einzigen, wenn er nur ein einziges nicht angemeldet hätte, war es ja wäre scheißegal, wie viele. Der hat mehr nicht angemeldet, ja, gehabt. Waren mehr nicht angemeldet, aber er stellt so hin, das war angemeldet, ja. Das war angemeldet, das war angemeldet, weil ja Leon, wenn du schon sowas dahin stellst, dann musst du auch deine Eier in der Hose haben und sagen, das war nicht angemeldet, das war nicht angemeldet, das war nicht angemeldet. Es interessiert da lief keinen. Da lief was falsch. Lieber Leon, es interessiert keinen, wie viel du angemeldet hast. Das Faktum ist, du hast einige Treffen nicht angemeldet. Richtig. Ne? Du bist mit einem weißen Lieferwagen teilweise durch die Menge gebrettert, mein Freund. Wir sind hier nicht in GTA, ne? Das sind keine Kinderzombies. Aber warte, nee, ich glaube, da hast du gerade einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube, er denkt, er wäre wirklich wahrscheinlich in GTA. Meinst du, er hat eine rote Pille geschluckt und denkt, die läuft jetzt rum und denkt, das wäre GTA oder was? So ähnlich, nein. Er will ja ein YouTube-Star sein. Ja. Ja? Wenn du in GTA Leute umbringst, bekommst du was? Sterne. Richtig, und er will 5 Sterne. 5 Sterne sind im Restaurant ziemlich hoch bewertet, würde ich sagen. Besser als 1 Stern. Das ist natürlich, ne? Ja, kann man so stehen lassen, ne? Siehste? Sag ich doch. Perfekt, ich hab's gelöst. Das ist wirklich so eine GTA-Manie. Er taucht irgendwo auf, macht Chaos und flüchtet vor die Polizei. Richtig. Und beleidigt dazu noch. Ja. Kann natürlich alles nicht in deiner Aufklärung formen. Das kam nicht im Video vor, dass er beleidigt hat, dass er Anzeigen bekommen hat, dass er festgenommen wurde, dass er illegale Treffen gemacht hat. Kam alles nicht drin vor, da kamen nur die Fake-Sachen vor, die anderen gemacht haben, ne? Denn Leute, wir sind schuld. Er, Schattenzikus und ich sind schuld. Wir sind schuld. Faktum. Wir labern, ne? Wir sind schuldig. Ja. Aber es gab einen Punkt im Video, da habe ich Respekt gehabt. Und das war die einzigsten sinnvollsten 20 Sekunden im ganzen Video. Er hat sich kurz entschuldigt. Ich bin ganz ehrlich, da glaube ich nicht mal, dass er sich von sich aus entschuldigt hätte. Richtig. Wäre nicht der Druck von außen da gewesen, hätte er gesagt, na, meine Leute haben alles richtig gemacht. Richtig. Aber es waren die einzigsten sinnvollen 20 Sekunden, meine lieben Freunde. Diese kurze Mini-Entschuldigung. Aber haltet euch fest, Sonntag kommt noch was. Sonntag will ja nur noch was raushauen, ne? Ja, zur Polizei. Oh. Zur Polizei. Und dann geht's ab, Leute. Dann wird gefisst der Hoppler. Ich bereite mich schon mal vor für die Operation. Definitiv. Also ich bin gespannt, wie der Sonntag mit der Polizei verfahren wird. Ich verstehe nicht, die Polizei hat alles richtig gemacht. In meinen Augen. Man darf ihn festnehmen, wenn er das nicht anmeldet, beleidigt und, ne? Leon, ich bin gespannt. Ich finde, die hätten ihn da behalten sollen. Die hätten ihn da behalten sollen gleich. Ab in Babawagen und weg damit. Ne? Also. Ja. Leon, ich bin gespannt auf Sonntag. Was da kommt. Ne? Wirst du uns wieder Vorlagen geben? Wirst du sagen, wir sind alle Faker? Vielleicht ist die Polizei Fake News. Vielleicht ist die Polizei eine NWO, die neue Weltordnung, und du hast sie entlarvt. Man weiß es nicht. Er ist der Einzige, der die Wahrheit kennt. Ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir? Die ganzen Einspieler, die ganzen Argumente, die er, ich weiß ja nicht, wie nennt man das, auseinandergenommen hat, würde ich es nicht sagen. Nein, der hat einfach nur... Die er umgangen ist. Das war noch nicht mal umgehen, das war einfach nur, der hat dargestellt, es waren keine kleinen Tomaten, das ist Kindermecker-Niveau, kennst du das? Einfach Kindermecker. Er hat einen Lolli mehr als ich. Er hat nicht nur einen Lolli, er hat 2 Lollis, weißt du? Also es waren keine kleinen Tomaten, es waren große Tomaten. Oh mein Gott, wie schlimm. Es war kein Fiesker, der hat einfach die Fakten ein bisschen erzgenauer geschildert. Das war kein evangelischer Priester, das war ein katholischer. Seht ihr, das ist so eine, das wie in der Schule so eine Gedichtsanalyse. Wir haben ihm die Vorlage gegeben und er hat es genauer dargestellt. Ne? Ja, richtig. Kleine Tomaten? Nein, es waren beides. Oder große. 14-jähriger Junge? Nein, es war ein großer Junge. Er hat also zugegeben, dass das passiert ist, aber irgendwie auch nur versucht, irgendwie andersweise zu korrigieren. Und, naja. Richtig. Aber es, ja, hat nix, es ist nichts entkräftet. Alles ist noch da, wie es vorher war. Natürlich. Glaubst du etwa, der hätte irgendwas entkräften können? Nein. Nein, er hat Scheiße gebaut. Er kann nichts entkräften, weil es geht nicht. Ich sag mal so, gut, er hat das Argument mit der kleinen Tomate. Gut. Das interessiert doch keinen, ob es eine kleine oder eine große ist. Interessiert keinen, aber ich muss sagen, sag ich mal so, LeFloid sagt, es wurden mit Rispentomaten, es wurde damit gerufen. Gut, war ein Recherchefehler, sag ich mal. Es waren doch beide Tomatensorten da.
Ja, waren beide da, aber es wurde gesagt, es sind nur die Kleinen gewesen. Ist doch ganz ernsthaft, ich würde mich nicht um so ein Thema wie Tomaten jetzt aufhängen. Das interessiert doch kein Schwein. Mit Tomaten wirft man nicht fertig, das weiß jeder Mensch. Ja, kann man nicht ändern. Okay, warte, gehen wir mal weiter, gehen wir weiter. Und meine Aufnahme ist schon wieder zu Ende. Na klar. Grundsätzlich würde ich sagen, was hatte Leon noch? Der hatte ja mit dem kleinen Hund da geredet, ne? Mit dem... Ja, der hat doch zu Hunden... Fake News! Fake News! Ja, okay, ja, stimmt. Mir ist aufgefallen, ich weiß, glaube ich, auch, warum er das gemacht hat. Warum? Er hat gemerkt, intelligente Menschen kann er irgendwie nicht überzeugen, ne? Da hat er gedacht, nehmen wir uns das nächste Lebewesen, was nicht so intelligent seiner Meinung nach ist, ist zum Hund gegangen. Weil der Hund, der hat es auch durchschaut und hat dann versucht, ihn zu verscheuchen. Er war jedoch wie so ein Zeuge Jehovas, ne? Er ist immer wieder gekommen, Fake News, Fake News. Da hat der arme Hund sich natürlich belästigt und bedroht gefühlt und hat seinen Kollegen geholt und hat gesagt, komm, verscheuchte, hilf mir. Hat dann auch am Ende gewirkt, sag ich mal. Das stimmt tatsächlich, ja. Ich sag mal so, die Hunde sind clever, die wissen's. Der hat Lunte gerochen, der hat gemerkt, der Typ, der ist, der will hier geistigen Dünnschiss verbreiten, ne? Geistigen Dünnschiss, ja. Richtig. Amphibische Urscheiße ist das. Richtig, sag ich ja, sag ich ja. Was mir aber aufgefallen ist dann, ne, nachdem er da über Fake News und so geredet, es hat wohl wirklich seine gesamte Gehirnkapazität eingenommen. Ja. Ist dir das aufgefallen? Er ist am Ende, ne, konnte er nicht mal mehr richtig laufen. Er hat wahrscheinlich die ganze Kapazität hat er da wirklich dafür benötigt, um dieses Fake News. Das stimmt. Danach waren einfachste Bewegungen wie zum Beispiel Laufen nicht mehr möglich. Er ist ja dann irgendwie so komisch weggehopst, sag ich mal, ne? Und hat weiter Fake News geredet. Ich glaube, da war die Gehirnkapazität aufgebraucht. Die 2 Mbit RAM, die er da hatte, sind leider aufgebraucht gewesen. Das ging nicht weiter. Ja, auf jeden Fall wissen wir Bescheid. Ich bin gespannt, was morgen alles rauskommt am Sonntag für seinen Gegen der Polizei. Und ich kann abschließend zu diesem Video von ihm sagen, es hat nichts entkräftet. Er hat nur ein paar Fakten korrigiert und das war's. Da war nichts wirklich Informatives. Richtig. Es war mehr nochmal Klicks abstauben. Ja. Er hat zum Beispiel auch nicht darauf eingegangen, wie er in die JVA eingeliefert oder ausgeliefert wieder wurde. Das interessiert doch keinen mehr, weil jetzt das neue Video draußen ist. Eben. Ich dachte, das wäre die Erklärung, aber er hat doch bei dem Video, als er aus dem Knast kommt, hat er doch gesagt, morgen kommt die Erklärung. Ich werde jetzt einen Vergleich in den Raum setzen, der mir vielleicht das Genick bricht. Okay. Aber ich setze jetzt einen Vergleich rein. Was hat Trump gemacht, um von den innenpolitischen Sachen abzulenken? Syrien bombardiert. Also, was macht er? Er macht exakt dieselbe Scheiße, ne? Er haut ein neues Video raus. Stimmt. Ne? So. Nein, also, wie gesagt, ich äußere mich dazu amerikanische Politik nicht mehr. Aber ich auch nicht. Ja. Nur so ein kleiner Mini-Vergleich, ne? Halt. Ja. Gut. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ja. Wir sehen uns dann, je nachdem, was morgen kommt, sehen wir uns wahrscheinlich sehr bald wieder. Ja, morgen, denke ich mal, ne? Weil da müssen wir dann gucken, was der liebe Leon macht. Ja. Vielleicht können wir so eine Live-Reaction machen. Jo, können wir machen. Wir machen morgen mal eine Live-Reaction. Beide gucken das an und kommentieren, halten das Video an und kommentieren live. Ja, so. Können wir machen. Das wird doch gut. Ja, gut. Ich wünsche euch was, ne? Ciao. Macht's gut, danke schön fürs Zuschauen und lasst euch nicht von Leon Mascher einscheißen, wollte ich gerade sagen. Einnullen. Einnullen, genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.